Weiter geht's. Ah, hier war ja der Kollege. Explosion. Entschuldigung. Ich gehe ja schon. Ganz vergessen. Ach ja, ich wollte in den Sumpf. Genau. Mir fällt gerade ein, hier hinzugehen, ist eigentlich super dumm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Teri wird gleich RIP sein. Vor allem, wenn ich sowas sehe, was da rumeiert. Aber vielleicht kann ich es auf Nummer sicher machen und diese Bäume hier bevorzugt abbauen. Ugh, fast. Und von den Blitzen kriegst du auch einen epileptischen Anfall, ey. So, gucken wir mal, was passiert. Die Bäume werden nicht gehen. Linksklick. Nee. Rechtsklick. Nee. C. Nee. Habt ihr mich verarscht? Der farmt gar keine... Ach, fuck. Sorry. Sagt nix. Sorry. Alles gut. Ja, alles gut. Nein. Schnauze. So, Kuro, 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 Soja. Ruhe. Moment. Ich muss das anders machen. So. So, 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 so. Welche Taste aber? Da. Rechtsklick. Okay. Ich habe nichts gemacht und niemand hat irgendwas gesehen. Du musst durch die Rohrkolben. Durch die Rohrkolben. Rohrkolben. Rohrkolben, Rohrkolben, Rohrkolben. Die hier? Oh, das war falsche Taste. Oh oh. Scheiße. Ich muss gehen. Das muss ich. Schnell. Teri, Junge, schnell. Hier kommst du, Sun, Junge. Was am... seltene Blumen. Tschüss. Das ist... Alter, wie es leuchtet. Er hat ein Ei gelegt, ich weiß. Aber scheiß mal drauf. Junge, was ist mit ihr? Ne. Da, also nö. Ich sag, wie das ist, das sehe ich nicht ein. Dann gehe ich doch, nö. Dann gehe ich doch da oben einfach die Blumen holen. Da bin ich mit der ganzen Situation ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Ich werde hier die Teri-Finger reinhalten. Lande, please. Dankeschön. Was war das denn für ein Int? Wow. Wie sehr willst du mich verkaufen? Ja. Oh, come on, please. Sag mir nicht, an den kann man keine Grappling-Hook dran. Oh, das ist einfach nur Bug. Es geht nicht. Oh, wahrscheinlich, weil der eigentlich kein Flyer ist, oder? So, und jetzt ganz langsam landen wir hier. Wunderschön. So. Teri. Es wird gefingert. Aber irgendwo in Sicherheit. Gibt das auch was? Das gibt auch Rare Flowers. Dieses Zeug hier. 170 Rare... Leute, hier ist eine Höhle? Also ich weiß, ich bin echt kein krass Knowledge Ragnarok Gamer, ne? Aber dass hier eine Cave ist? Das wusste ich jetzt mal so gar nicht. Mal kurz hier reingucken. Was ist denn hier hin, verdammt? Oder... Ne, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht kenne ich sie doch. Aber es kann sein, dass ich sie nur mit Indie kenne. Und auch nur aus Videos, deswegen. Jetzt habe ich nicht wieder rausfinden würde. Was mit euch? Easy. Guck mal. First try. Der fingert leider so langsam. Beziehungsweise, nicht langsam. Schon ziemlich schnell, aber nicht lang genug. Dip, 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 dip. So, jetzt fingern wir noch an den Blumenfeldern rum. Dann haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar seltene Blumen auf Lager. Und ich habe auch schon wieder vergessen, wofür ich die überhaupt brauche. Ich glaube nur auf Vorrat, weil ich gesehen habe, ich habe kaum noch welche, ne? Ja, ich glaube mal auf Vorrat. What does that mean? That means... Wir werden da eine Fingerung nochmal vornehmen und dann ab in die Wüste Thorny Dragons suchen. Wow, das lohnt sich ja gar nicht. Wild. Zum Glück habe ich im Sumpf gesammelt. So, Teri kann man hier lassen. Kommt in den Kühlschrank wieder rein. War vorher nicht im Kühlschrank, aber ist egal. Und jetzt heißt es ab in die Wüste. Hm. Ja, komm, einfach für die Abwechslung nehmen wir mal einen Marlin Pete für die Reise. Schön mit 600% Movement Speed, da sind wir auch flott da. Das wird nur super laggy sein. Und Abfahrt. Oh, guck mal, da sind gratis Caustic-Federn. Was passiert, wenn ich Dis tue? Macht das 8000 Schaden und er lebt noch. Und wenn er du Dis, dann daneben. Und Dis? Was war das? Alter, sie... War das gerade eine Dive-Bomb von einem Celestial Griffin? Da sehe ich mich auch noch. Ohne Scheiß, ne? Und ohne Witz, bei Celestial Griffin erwarte ich Hunderttausende von Damage. Wenn selbst der Fabled schon 60k gemacht hat, meiner, dann muss so ein Celestial ja locker mal 500.000 Damage drücken oder so mit so einem Hit. Okay, ich habe jetzt hier einmal komplett geguckt. Das heißt, ich greife jetzt zu meinem Tool und lasse mich überraschen. Demonic Thorny Dragon. Click to search. Alter, hier, wie viele sind hier? Wieso habe ich die nicht gesehen? Fuck, jetzt ist der noch markiert. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich noch mal extra genau nachgucken. Okay, hier war ich nicht. Das
Bis hierhin bin ich nicht geflogen. Was bist du denn? 95 Mail. Actually Kack Level. Ich glaube den... Ach, scheiße, den würde ich eigentlich ganz gerne entfernen. Brauch kurz meinen Thorny Dragon dafür, um den anderen Thorny Dragon zu entfernen. Weg. Ich muss sagen, Terrorbirds sind Viecher, die mich mit am meisten triggern. Ohne Scheiß, ne? Die Art und Weise, wie die sich verhalten, geht mir richtig gegen den Piss. Aggressive Hühner, ey. Tschüss, Thorny Dragon. Was? Achso, das war ein normaler. Ich wollte gerade sagen, wie? Ich habe einen 130er gekillt. Demonic Hide. Vielleicht sollte ich mit meinem Thorny Dragon weiterziehen und einfach alles killen, was mir entgegenkommt. Da kann eigentlich ja nichts sein, was mir was kann, oder? Wieso tamest du Demonic Thorny Dragon? Weil ich die breeden möchte. Also ich hätte gerne ein High-Level Male noch zum Breeden. Und ich hätte gerne Demonic Eggs. Deswegen brauche ich die auch. Davon ab will ich den im Imprint haben. Also den will ich als Imprinted Tier haben, weil die einfach komplett geisteskranken Schaden machen. Außerdem finde ich ihn cool. Das war noch nicht mal alles. Oh, das ist ein Drache. He can make explosions too. 135er Fabled Argentavis. Ich will ein Fabled Gryphicorn haben. Gryphicorn ist mir wichtiger. Ein Drache wird nicht krass sein, oder? Level 55 Dragon. Level 55 Hu? Komm mal her. Du Schwein. Der Argi ist tot. Wo ist der Drache? Oh, nevermind. Alter. Das Geile ist halt auch einfach immer, es ist einfach nur, es gibt einen Knall, dann gibt es eine riesige Wolke und danach ist nichts mehr übrig. Außer noch so ein bisschen Restfeuer. Ja. Wunderschön. Mein Gryphicorn ist leider tot, ja. Der Gryphicorn wurde im Prinzip 1:1 mit... Ist nicht dein Ernst, oder? Was wollt ihr? Der wurde 1:1 mit ihm hier getradet. Dadurch, dass ich ihn tamen konnte... Also der Gryphicorn hat den Weg geebnet, damit ich ihn hier tamen kann. Junge, du denkst dir so... Okay, übelst lauter Sound... Wo könnte hier was sein? Und dann kommt einfach aus dem Krater so eine blaue Explosionsrauchwolke hoch. Ah, alles klar, da ist ein Celestial drin. Den kennen wir auch. Hier, Kollege, du musst weg. Ich hab mich wirklich getroffen. Oh no! Boah, ich hab noch zur Seite ziehen können. Ich wollte den eigentlich jetzt gerne abbauen. Ich muss mal ins Loch rein, auch wenn ich da jetzt gleich nicht mehr rauskomme. Ist übrigens sehr schön, dass er keinen Fallschaden bekommt. Weg da, ich muss hier durch. Ich würde den ganz gerne abbauen, wenn ich ihn schon mal wegmache. Ach, so ein Low-Level Celestial Griffin, der muss halt auch einfach entfernt werden. Der fliegt halt rum und stört nur. Nimmt Spawns weg, mehr macht er nicht. Hat er gerade... Was ist passiert? Wieso hat er seinen Buff angemacht, während er tot war? Aber wobei, es kann sein, dass der Buff ausgelaufen ist, als er tot war. Bis das noch kam. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ist doch sehr schön, wie der einfach alles über den Haufen rennt. Watschelt vielmehr. Watschelt trifft es eher. Wo sind die denn alle? Ich mache jetzt mit Tame Finder hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu wild. Irgendwie renne ich die ganze Zeit... Hier ist noch einer gespawnt. Es gibt aktuell auf jeden Fall keinen High Level. Das bisschen Ass. Die sind alle vor mir und einer ist hier neben mir. Das höchste ist irgendwie Level 50. Ich werde jetzt mal alles von Thorny Dragons, was hier rumeiert, werde ich töten. Und dann gucken, dass wir hoffentlich einen guten Respawn bekommen. Oh, Demonic Kano. Den muss ich versuchen... diesmal nicht wegzuhauen mit der Attacke. Hier. Ne? Zum Thema Damage. Jetzt könnt ihr den Damage tatsächlich mal sehen. Wir bewegen uns ungefähr in dem Bereich des Schadens. Aber ich muss aufpassen, dass ich den... Also er hätte schon längst tot sein können, wenn ich wirklich hätte Damage machen wollen. Sagen wir mal das mal dabei. Aber ich will darauf aufpassen, dass ich ihn nicht kille. Damit ich ihn nicht mit der Ketten... Also ich will mit der Kettensäge abbauen. Da, perfekt, genau so. Aber ihr seht, Damage ist im Haus bei dem Kollegen. Damage ist zu Hause. So, das gibt jetzt schön viel Blut. Gibt es nicht, aber schön viel Hide. Ja, der ist schon... Also der ist schon echt heftig stark, finde ich. Der Thorny Dragon. Und da geht noch sehr viel. Ich versuche den mal einfach umzuhauen. Okay, es sieht... Nö, Tom, lass es. Alter, also ich meine... Guck mal, selbst ein scheiß Wilder. Der hat mir gerade wie viel Schaden gemacht? Junge, leckt mich am Arsch. Pff.
600.000 Damage oder so? Ne, 400.000 Damage. Oder mehr. Ne, 600, wirklich, glaube ich, 600.000, ne? Ja. 600k Schaden. Weil der mir einfach mal, der, und das hat nur 3.000 Damage pro Tick gemacht. Meiner hier macht pro Tick, wie viel? 34.000 Damage oder so, ne? Alter, ist das eine Frechheit. Trink, Kollege, trink und regge er sich hoch. Die sind so ekelhaft stark. Der hat Flammenwerfer gemacht, kannst du das auch, ja. Guck, so. Aber die Flammenwerfer-Attacke ist nicht wirklich stark. Die andere ist wesentlich stärker, eben weil die halt 50.000 Mal tickt. Was so ein Hyänen-Vieh an Damage macht, ist mir auch noch nicht klar, ne? Aber ist bestimmt... Oh, der kann Feuer spucken. Oh, und der lebt auch. Ist er tot? Ich sehe nichts, weil Rauchwolke. Are you dead? Are he dead? Entschuldigung. Würde gerne abbauen. Warum gibt der kein Blut? Der gibt nur Heid. Frechheit. Ah, fuck. Mir fällt gerade was ein. Das war eigentlich super dumm, mit dem Marlin hier hinzugehen. Weil jetzt fehlt mir... Huch, daneben. Jetzt fehlt mir die Möglichkeit... lebt er noch? Ne, ist weg. Jetzt fehlt mir die Möglichkeit, die Dingens zu holen. Jetzt habe ich keine Möglichkeit, auf den zu schießen, wenn ich einen tamen will. Was wird das denn da? Kommen Sie da runter. Oh, Junge. Junge, Manticore, Apex, Manticore, who? Oh. 1,8 Millionen Leben. Einfach weg. Gelöscht. Yay. Es ist einfach nur toll, wie es knallt, ne? Es macht mir richtig Spaß. Solche Explosionen lassen mein Herz höher schlagen oder so. So, haben wir schon neue? Fuck, ich habe die ausgerottet. Und jetzt? Es kann sehr gut sein, dass die jetzt erstmal wieder gar nicht spawnen, bis ich kein Dino-Wipe mache. Also ich werde noch einen Moment warten. Pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Ich würde einfach mal jetzt gerade den hier machen. Oh, das wollte ich nicht in Caps machen, aber ich mache es trotzdem. Mal gucken, was hier so an Primal-Viehzeug in der Nähe ist. Es ist so doof, dass ich das nicht anklicken kann und dann herausfinden kann, was es ist. Hier sind auf jeden Fall zwei Primals irgendwie direkt vor mir. Was ist das? Primal Carno. Lächerlich. Wird kurz abgeräumt. Joink. Demonic Egg lasse ich nicht liegen. Tschüss. Das ist so lächerlich. Ich bin echt mal gespannt, was die nächste Stufe so sein wird, die ich finden werde oder haben werde, die dann dafür sorgt, dass mir wieder die Kinnlade runterfällt. Also es wird wahrscheinlich dann irgendwie, I don't know, Chaos oder sowas sein oder Spirit oder whatever. Aber wir werden sehen. Oh, oh, oh. Das macht mir Angst. Ich glaube nicht, dass ich mich mit einem... Was ist das? Ein Origin, ne? Ein Origin Direbeer. Level 130. Boah, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Was geht hier ab? Oh, Junge. Ich sehe, wir verstehen uns. Können wir kommunizieren? Hallo? Die Wolke. Hallo? Ich sende eine Freundschaftsanfrage. Ja. Wer ist da wohl? Hm. Wir werden es nie erfahren. I guess. Und so schon mal gar nicht. Oh doch, ich habe was getroffen. Oh no! Ein 150er Buff von Ferox. Celestial Beauty. 85F. Oh fuck mal, was ist das? Oh oh. Da sehe ich mich nicht. Primal Megapithecus. Eieieiei. Das ist mir noch... Nee. Das ist mir eine Nummer zu wild. Du hast High Ground. Ja, Witzbold. Nix da. Da gucke ich lieber nochmal, ob die Thorny Dragons zurück sind. Nichts respawned. Leute, da bin ich der feige Gamer. Ich sag euch, wie es ist. Solange ich keine Möglichkeit habe, meinen Dämonik hier... Wow! Hallo? Attentat! Was war das? Junge, das war ein geplanter Hinterhalt. Ich meine, die konnten nichts dagegen mich machen. Aber was war denn das für eine Nummer, Junge? Als ob einfach eine Horde von, keine Ahnung, wild gewordenen Ameisen... Was willst du jetzt? Du Schwein!
Ich wurde einfach irgendwie von Zwergen überfallen oder sowas. Das ist ja ein großes Problem, ist leider, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einen Dino-Wipe, um das Problem mit den Dämonics zu lösen, dann Dino-Wipe ich halt auch den... Oh, oh nein! Okay, sie respawnen. Hier ist zwar nur ein 50er, aber der muss direkt weg. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich das mache, dann entferne ich halt auch den in Celestial Indominus. Und das will ich eigentlich nicht tun. Kann ich von meinem... Warte mal, kann ich von dem runterschießen? Oh, never mind. Aber dann ist meiner halt auch auf Cooldown. Das ist das Problem. Nee, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen grinden noch, bis das dann geht. Und los. Kannst du schon Bosse tamen? Nee, kann ich nicht. Da fehlt mir das Kibbel für. So, darf ich bitte Blut haben von dir? Ich brauche Demonic Blut. Gibt es überhaupt Demonic Blut? Das kann nicht sein. Ich kriege die ganze Zeit kein Demonic Blut. Können wir direkt mal gucken, ob vielleicht noch einer da ist, ne? Schade. Okay. Will ich so lange noch Primals jagen? Frage mich selbst. Ich könnte... Da, komm. Einfach ein bisschen rumeiern und Primals killen. Das sind fucking Terrorbirds, Mann. Ich hab mich schon wieder erschrocken, ey. Geh mal in die Richtung. Halt dein Maul! 50 Terrorbird, ey. Ein Primal... Nein, das ist ein Tech-Raptor, so ein Scheiß. Ich will doch keinen Tech-Raptor töten. Oh, Junge, er trampelt wieder alles kaputt. Furchtbar. Mach mal kurz hier, nur so. Für die Sicherheit. Primal Raptor. Was ist denn hier in unmittelbarer Nähe? Wenn ich da drauf drücke, dann ist das ein Tech-Raptor. Das ist auch ein Tech-Raptor? Nee. Wo sehe ich, was das ist, was ich anklicke? Ich raff's nicht. Ich gehe einfach trotzdem mal in diese Richtung. Ich werde schon was finden. Vielleicht ein Wah-Pferd suchen. Aber da muss ich ja auch wieder so weit reisen. Das ist das Problem, ne? Boah, hier liegt so viel Schutt. Also Dämonik ist schon immer noch oberste Priorität, tatsächlich. Damit wir weiter progressen können. Was war das? Ein Manticore. Ein Omega-Lul. Manticore. Hast du überhaupt mich geschossen, du Schwein? Junge, wie konnte der mich poisonen, die Drecksau? Was hast du davon? Wurde es weg explodiert. Ich will diese Manticore-Skins nicht. Okay, anscheinend der Protection-Buff schützt offensichtlich nicht vor Manticore-Stacheln. Good to know. Ich und mein Fawny Dragon, wir ziehen weiter durch die Lande. Was werden wir finden auf dieser Reise ins Ungewisse? Das und mehr seht ihr in der nächsten Folge. Hey, ist Fawny. Oh, damn, who the fuck are you? Celestial Ferox, Junge. Level 15. Och, nö. Löschen. Gelöscht. Ist das unangenehm. Warum ist alles so fucking low-level, was mir begegnet? Gönn mal Celestial Hide, du Sau. Was lässt hier? Ferox sieht auch fett aus, ne? Megapithecus Level 150. Megapithecus Hu? Hast du gerade gedodged, du Schwein? Nochmal, Megapithecus Hu? Ja, Junge, leg dich mir zu Füßen, du Schwein. Auf dass ich auf dich spucken kann. Click to search. Einer ist da, Level 135. Female. Egal, nehmen wir mit. Wird getütet. Why female though? Na toll, und der ist... Oh, dieser schoschige Sturm macht's halt auch nicht besser gerade, ne? Ich muss das jetzt irgendwie schaffen, den Kollegen zu betäuben. Ich muss irgendwie den Highground nutzen und hoffen, dass der... Junge, hallo? Ich sehe nichts. Ich glaube, ich warte kurz, bis der Sturm weg ist. Das ist ja furchtbar. So, wie mache ich das jetzt? Wie verdammt mache ich das jetzt? Ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, von meinem Vieh runterzugehen, ne? Aber eigentlich macht's auch keinen Sinn, noch ein Female zu tamen. Das ist eigentlich wasted time. Ich brauche ein Male, kein Female. Aber der könnte halt potenziell bessere Stats haben. Aber wie viel bringt... Weg, hau ab. Du Schwein, wie viel bringt mir das? Bumm. Ich hab leider keinen fliegenden Tame dabei, mit dem ich den einfach tamen könnte. Wenn ich jetzt von hier oben schieße, kann ich schießen und wieder mounten. Ja, aber wenn der auf mich schießt, man hat ja gerade eben schon gesehen, der hat meinen Fawny Dragon mit einem Hit, hat mich der Level 20er oder was das war, hat mich half-killed. Was richtet vielleicht der 135er an? Wisst ihr was? Ich bin einfach mal weiterhin ein bisschen clever. Ich pack den ein, ich nehme meinen Marlin Pete, flieg nach Hause und hol mir einen Griffin. Sind wir mal ehrlich, der Weg ist... Oh, scheiße. Der Weg ist jetzt nicht so weit und das sollte kein Problem sein. Holy shit. Was hat der denn alles im Inf? Muss ich was abwischen? Entschuldigung, Alter. Wenn Blicke töten könnten. Wo ist der Indo? Er chillt am Wasser rum. Besser ist es auch für ihn. Du bist mein Way to go. Wir ziehen ab. Und los geht's. Bin natürlich ein bisschen langsamer unterwegs. Oh, shit.
Die RGB-Map. Ich vergaß. Und ich mach, wenn ich da bin, nochmal den Check, was so Thorny-mäßig am Start ist. Wo ist der Griffincorn? Ist leider nicht mehr da. Aber wisst ihr was? Ganz kurz. Ganz kurz. Wir schauen mal, ob einer existiert. Fable. Heißen die Fable oder Fabled? Fabled. Fabled Griff. Es gibt ein Fabled Griffincorn. Level 140. Auch das muss getan werden. Das ist wichtig. Aber ich darf das nicht zu sehr abusen mit diesem Search-Ding. Es ist so eine zweischneidige Scheiße, ey. Zum einen habe ich keine Lust, die ganze Zeit Stunden über Stunden zu wasten, wenn ich Sachen suche. Zum anderen nimmt das halt voll diesen Überraschungseffekt raus. Wenn ich genau weiß, was mich erwartet, ist es lame. Und wenn man auch nicht danach sucht, ah, ist das furchtbar. Aber wir holen uns den wieder. Es tut mir sehr leid, ich habe leider vergessen, wie er hieß. Martha? Mathilde? Oder sowas? In Gedenken an oder so, ne? Könnt ihr bitte hinter mir die Schnauze halten? Dankeschön. So, der Kollege muss jetzt mit den neuen, ich würde immer mit den neuen Bullets würde ich da, glaube ich, mal reingehen. Schauen wir mal, wie schnell es geht. Der macht gar nicht so krass. Ja, tschüss. Hallo? Doch, er macht genauso Faxen wie alle anderen auch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der Fabled Griffincorn, der ist tatsächlich wie ein Unicorn und spawnt nur einmal auf der Map. Ist ja nicht so, als wären die Bullets nicht sackteuer, ne? Mann, arg! Was ist denn da, dass ich den nicht treffe? Mann, ey, geht da wieder komplett ham, ne? Was war das? Muss ich Angst haben, dass ich explodiere? Was ist das? Hier flog irgendwas Rotes rum einfach. Kurz Angst bekommen. Alter, Hälfte Torpor nur? Was war denn das, dass da gerade plötzlich Rotes war? Ich denke, ein Magazin, dann sollte ich ihn haben. Oh Gott, not like this zumindest. Boah! Leckendes Stück Ass! Kannst du umfallen? Ach, das ist von dem jetzt verstehe ich auch wieder. Oh, gute Nacht. Jetzt verstehe ich auch wieder das Mind mit, das ist vom Pete. Oh oh. Nein. Weg. Alle weg. Auch du. Weg. Junge, was tankst du? 135, ey. Ja, okay. Fast, fast, fast. I gotta betäub him. 1, 2, 3, 4 werden wohl reichen, I guess. Hier, Hunger Potion. 140 Mail this time. Oh, 4 ist zu viel. Einen will ich rausnehmen. Wunderbar. Ist aber jetzt diesmal keine Gisela oder wie er hieß. Show me your stats. 36 Punkte in HP. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter als vorher. Aber jetzt haben wir unsere Möglichkeit, endlich in Ruhe die Dingens wieder zu tamen. So, wir tun einfach... Wie hieß sie nochmal? Manuela? Manuela. Okay. Das wird nicht auffallen. Das wird keinem auffallen. Ihr haltet die Schnauze, falls irgendjemand fragen wird. Das ist der gleiche. Ist Manuela gestorben? Ne, steht doch hier. Offensichtlich nicht, oder? Du kriegst mal 2 Large XP Potions. Manuela gestorben, ich bitte dich. Warum sollte Manuela denn tot sein? Stamina war, glaube ich, ein ganz gutes Ding, ne? Bisschen Weight, 200k Leben. Bisschen Movement Speed war, glaube ich, auch drin, ne? 250 oder so? Ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr... Aus irgendeinem Grund hat sich die Skillung von Manuela resettet und ich weiß nicht mehr, wie ich die genau geskillt hatte. Hatte mehr Movement, oder? Wobei, er ist schon recht flott. Oh, endlich wieder gutes Reisen. Lagfreies, trotzdem schnelles, von A nach B kommendes Reisen. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Die 60k Divebomb-Schellen. Mehr Damage. Der ist jetzt wieder auf dem... Der ist auf dem gleichen Level, wie er letztes Mal war. Machen wir noch ein bisschen HP. Machen wir 250k. Dann noch ein bisschen Movement. Oder vielleicht mehr Weight noch. Ein bisschen mehr Movement Speed. Oh, der scaled auch ganz gut. Mal 100. Ja, kommt 270%. Das passt. Wie gesagt, ihr müsst bedenken, ne? Der ist jetzt dafür da, um das Tame zu regeln. Damit ich schön aus der Luft ballern kann. Und nicht dafür, dass ich mit ihm Damage mache. Und jetzt checken wir nochmal die Lage der Thorny Dragons. Demonic Tor. Wir haben genau einen. Immer noch. Und das ist der 135er. Scheiße, alle anderen Spawns scheinen aus irgendeinem Grund besetzt zu sein. Aber Fabled Griffincorn, super Vieh, um von A nach B zu kommen und auch um rumzutamen. Das Einzige, was mir jetzt halt nicht passieren darf, ist das, was mir letztes Mal passiert ist. Also sobald ich zu nah komme, muss ich damit rechnen, dass ich Schelle bekomme. Aber diesmal weiß ich es ja besser.